Ja, das macht auch ein Artemega. Die Terminals ansteuern. Ah, da habt ihr Tron drauf geschrieben, oder was? Mhm. Ach du Schande. Ja, Snake halt. Ja. Zu viert. Also ich kann hier rüberfahren auf den anderen. Der eine stirbt jetzt halt dauernd, ne? Ja, Moment, welcher ist das? Der da. Ich unterbreche das mal eben. Gucken einfach nur aus, was sie seriell kriegen. Ja. Und droppen raus, was sie seriell zurückkriegen. Und dann hat halt einer eine Arduino-Anbindung dafür gebaut. Und, Toll. Ich bin weg. Wolf ist eingesperrt. Schöne Sperre gebaut hier. Und das Protokoll der PlayStation-Controller kann man halt relativ einfach interpretieren. Also das ist der... Ja, halt. Nicht mehr lustig. Ja, und dann haben wir davon halt einen 4x4er Würfel gemacht, den als Bausatz inzwischen schon über 30 Leute gebaut haben. Unter anderem 14-, 15- und 16-jährige Kinder im Rahmen einer Ferienpassaktion. Das ist ja auch nicht cool. Und der kann halt auch vom PC gesteuert werden, dann geht halt animationstechnisch noch ein bisschen mehr. Das Werkstatt haben. Mhm. Der ganze Kram ist jetzt halt... leider irgendwo wieder bei seinen Besitzern, kurzzeitig, weil die über Weihnachten alle arbeiten wollten. Aber wir haben eine Standbohrmaschine und wenn wir die nicht als Spende gekriegt hätten, hätten wir uns tatsächlich eine gekauft. Hm. Wir haben auch eine kleine Kreissäge und ja, aber wie gesagt, das ist dann natürlich der Schatz, wo dann wieder die Computersteuerung mit reinkommt. Hat sich ein Mitglied eine CNC-Fräse zu Hause gebaut. Und die Ansteuerung haben wir nicht zum Laufen gekriegt. Hat da 2 Jahre im Keller rumgewerkelt. Und dann hat er die mal mitgebracht. Und nach einer Woche lief das Ding dann. Und sonst was bearbeiten, dann mache ich Weihnachtsdeko. Unbedingt. Dann, das wäre mir dann vielleicht zu viel. Aber das Ding hat zum Beispiel hier auch schon so Gehäuseteile für so einen 3D-Scanner ausgefräst. Scanner? Hm? Scanner. Das ist ein 3D-Scanner. Das heißt, ihr könnt ab demnächst Dinge kopieren. Das Ding hier ist eine Webcam, da ist ein Linienlaser auf dem Schrittmotor. Und hier ist halt ein Drehteller, wo das Objekt draufkommt. Und das Objekt. Dann ist es kaputt gegangen. Ja, genau, dann hat Patrick es kaputt gemacht. So. Also hier kommt das Objekt drauf und der dreht sich dann halt immer wieder ein Rasterpunkt. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, der Laser ist extra auf dem Schrittmotor. Bau drin, das soll mal ein Profi-3D-Drucker werden, der halt höhere Größe kann und Profiteile und was weiß ich was alles. Also die anderen 3D-Drucker, das Ding, die anderen 3D-Drucker, die wir da hinten stehen haben, das ist halt alles eher so Sachen, die man auch im Baumarkt kriegt und die erreichen schon eine faszinierende Qualität. Von denen momentan sogar 2 und theoretisch 3 funktionsfähig sind. Also die beiden drucken gerade und die Qualität, die sie erreichen, das hier oben ist noch gar nicht ab. Das hier ist halt die Qualität, die der erreicht. Das ist halt relativ, also der wird gerade auf neues Material kalibriert. Der Drucker hat aber alle Teile gedruckt, die an dem Drucker hier rot sind. Also alles, was der an roten Teilen hat, haben wir auf dem gedruckt. Da kann man so ein bisschen, genau, kann man so ein bisschen sehen, wie die Qualität ist, die da rauskommt. Und das sind halt 2 andere Modelle. Den haben wir gerade auf dem Workshop in Bremen gebaut und der wird jetzt in Betrieb genommen. Der muss nur noch kalibriert werden. Und dann muss das Bett halt beklebt werden. Und ich musste noch booten. Achso. So. Jetzt twittert er gerade, der Space ist geschlossen. Jetzt twittert er, der Space ist off. Cool, kann man Twitter spammen. Ja. Nee, kann man nicht. So. Beim Schließen ist ein 5-Minuten Timeout, damit man genau in so einem Fall wie jetzt demonstrieren kann, was ist. Hallo. Und wir haben unseren kompletten Sicherungskasten auf El Tacos umgerüstet. Das da war das erste. Da haben wir uns halt einen Styroschneider gebaut. Und also das sieht man jetzt nicht, weil so viel Holz vom 3D-Drucker drin liegt, aber man sieht so ein bisschen die Teile, die er macht. Das hat aber keinen praktischen Nutzen gerade, oder? Hm?
So ein Zahnrad hat keinen praktischen Nutzen. Das ist das Hackerspaces-Logo. Oh, Entschuldigung. Das ist Teil unseres Logos, was man hier unten im Kleinen sieht. Das soll irgendwo in groß an die Wand. Praktischer Nutzen von dem Gerät sind Flügel für Segelflugzeuge. Die Seiten werden nicht so schwarz. Also wenn du halt mit einem 40 Watt Laser MDF schneidest, kannst du halt irgendwie mit 5-6 mm die Sekunde durch. Das heißt, das kokelt halt richtig schön rum. Mit 80 Watt kannst du halt das Doppelte an Geschwindigkeit fahren. Im Schnitt manchmal sogar noch schneller. Und dadurch wird die Oberfläche dann halt eher so braun als schwarz. Und das hat den Vorteil, dass es A, ein bisschen besser aussieht und B, noch geleimt werden kann. Hm. Weil wenn es hier doch das meiste abgespielt hat und weniger gearbeitet wurde, weil die Leute meistens hier saßen und gequatscht haben. Und das ändert sich jetzt gerade wieder. Also es ist jetzt richtig schön zu sehen, dass häufig hier vorne noch völlig leer ist, während hinten schon in vier Räumen gearbeitet wird. Falls man irgendwie Zuckerbedarf hat, ist definitiv dafür gesorgt. Selbst gedruckt. Und wir machen tatsächlich ein Drittel unserer monatlichen Kosten mit dem Snackverkauf. Das haben wir mit Mate-Kasse gemacht. Ja, Mate und hier ist natürlich der Getränk, der Mate-Kühlschrank. Mit Barcode-Scanner. Ja, genau. Wir haben das eine ganze Weile mit Strichliste gemacht. Da links kommt die Flock-Werkstatt hin wahrscheinlich. Eine Flock-Werkstatt. Wo man halt, oder also sie heißt dann Textilveredelung. Mhm. Und dieses Poster, da haben tatsächlich Mädels aufgehängt. Ah ja. Und wer hat es verschönert? Auch die Mädels, schätze ich. Und hier soll halt noch eine CNC-Stickmaschine hin. Wow. Damit wieder der Computerteil reinkommt. Aha, so wie es aussieht, haben hier auch schon welche Nachwuchs. Ja, genau. Also der Raum ist quasi... Wo habt ihr die Monitore? Wir hatten die ganze Zeit für alle Maschinen, die wir überall haben, einen Monitormangel.